RB88 mit der Zugnummer 23314 Miltenberg nach Aschaffenburg Hauptbahnhof. Fahren Sie diesen Passagierzug von Miltenberg nach Aschaffenburg Hauptbahnhof mit der BR612 der DB in der Bewegt-Lackierung. Ein Zuggewicht von 105 Tonnen, zwei Wagen und eine Zuglänge von 51,7 Meter. Wir starten in Miltenberg. Damit moin moin und hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns Jankos mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz und ja, heiße euch herzlich willkommen zurück hier im TSW 4 auf der Strecke Maintalbahn von Aschaffenburg nach Miltenberg oder andersrum. Ja, wir werden heute hier unsere letzte Fahrt antreten. Erst einmal mit der Baureihe 612, was noch offen ist. Und ich habe mir dazu auch eine passende Lackierung runtergeladen. Also ich hoffe, es ist eine passende Lackierung aus dem Creators Club und zwar die Bewegt-Lackierung. Die werden wir uns natürlich gleich anschauen. Ich würde sagen, wir beginnen auch erstmal und wir halten dann zunächst erstmal hier unser Fahrzeug aufrüsten. So, Richtungsschalter schalten wir erstmal ein. Machen die PCB, die GNT ein. Und dann können wir dann erstmal zur Türen freigeben auf der linken Seite. So, können dann den Richtungsschalter auf Vorwärtsstellung bringen. Wir werden noch die Zugspitzen, Signalleuchten einschalten. Und dann können wir noch den Leistungsschalter schon mal einschalten. Wir können dann noch die GST einschalten. Ne? Und ja, soweit so gut, sind wir dann eigentlich auch schon fast fertig. Wir können auch den Bremsschlüssel einmal einlegen. So, die Bremse nochmal ein bisschen anziehen und dann sind wir dann auch schon soweit abfahrtbereit. So, genau, wir schalten mal kurz nach draußen. Und hier sehen wir das gute Gefährt. Ich habe mir mal hier, wie gesagt, die Bewegtlackierung runtergeladen. Ne, Fahrzeuge vom Typ Baureihe 642 fahren ja auch in der Lackierung, nur in der DB-Lackierung. Ich habe jetzt einfach mal die, ne, Baden-Württemberg, Mobilität für Baden-Württemberg. Ja, passt irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Weiß nicht, ich habe sie einfach mal runtergeladen. Muss ich sagen, sieht so schon ziemlich, ziemlich gut aus. So, dann können wir auch gleich mal die Günsterstunde nutzen und mal ein schönes Bildchen machen. Ja, wunderbar. Und ja, fahren als Einzeltraktion aus dem einfachen Grund, weil die Bahnsteige, die kommenden Bahnsteige ja auch relativ kurz sind. Man hat ja auch die Möglichkeit, als Doppeltraktion zu fahren. Vom Ding her. So, wir warten jetzt noch eine halbe Minute. Dann dürfen wir dann gleich losfahren. Wir können schon mal den Scheibenwischer auf Unregelmäßigkeit Activation. Ja, genau. Sind soweit, sind wir ja eigentlich durch mit allem. Ne? Wie gesagt, alles andere können wir ja nicht betätigen. Wir können noch mal gucken, dass wir ja irgendwie noch die Beleuchtung anbekommen. Die Fahrgastraumbeleuchtung. So. Genau. Aber irgendwie ist sie jetzt auch nicht an. Naja, gut. So, ich würde sagen, wir werden pünktlich losfahren. Wir werden die Türen einmal schließen. So, können dann die Türen einmal alle verriegeln. Die Bremse lösen. Ziel ist erfüllt. Und dann würde ich sagen, kann es dann auch schon losgehen. Oder auch nicht. Dann geht's nicht los. Also rein tun wir ja. So, jetzt schalte das ein. Schön, dass wir rollen. Aha, jetzt dann. Gut, ja, ich habe jetzt einfach mal die GST ausgeschaltet. Brauchen wir ja eigentlich jetzt sicher auch nicht. So. Na dann, wollen wir mal. So, können uns gleich befreien. Und dann kommen wir gleich durchbestellen auf 60. Ja, dann fahren wir heute hier schön mal wieder auf der RB88 einmal entlang. So. Können wir erstmal auf Geschwindigkeit kommen hier auf die 60. Und da ist auch gleich die Beschleunigung ganz anders. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie an Bord des der RB88 auf der Fahrt nach Aschaffenburg Hauptbahnhof mit unterwegs halten, unter anderem in Sülzbach. Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Planungsgleit ist in Kürze Kleinheubach, voraussichtlich um 10.20 Uhr. Bei Fragen steht mein Zugpersonalteam Ihnen stets zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise mit uns. So. Genau. Machen wir das durch alles hier schick hier, ne? So. Wollen wir mal hier schön ein bisschen fahren. Da. So, und versuchen die Geschwindigkeit auch zu halten. So, na komm. Ein bisschen bremsen.
So, dürfen wir dann auch gleich auf 120er beschleunigen. Den Streckenabschnitt kennen wir ja mittlerweile auch schon. So. Ah, ein Träumchen. So. Die Ü ist gesichert. Und dann können wir dann auch schon beschleunigen. So. Einmal schon kräftig, ja. Einmal Hebel und the Table. So sieht's aus. So, und die Siefer meldet sich hoch. So, was wird hier angekündigt? Die 50. Ah, das Lärchen. So, Geschwindigkeitshebel kann ich schon abnehmen. So, ja, kurz vor 80 in der Geschwindigkeit. Oder ab nächsten Hauptsignal 10 dann schon die 50. So, ja, der Fahrplan einzuhalten ist wieder mal ja, sehr unmöglich. Aber naja, gut, so ist es. So ist es. Hauptsache, wir kommen auf die Punkte. So, wir haben schon mal langsam die Bremsung einleiten hier. Auf die 50 einmal zu bremsen. So. Dass das auch alles klappt, hoffentlich. So. So, dann haben wir einmal hier halt erwarten, was wir dann auch quittieren müssen. Mit BZB wachsam. So, nächste Station, Kleinheubach. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wie es mir jetzt erstmal ausschaut, auf den ersten Blick. Naja, werden wir schon hinbekommen alles, ja. Werden wir schon alles hinbekommen. So. Nichts ist unmöglich. Aber schöne Lackierung, ne? Muss man sagen, ne? Ja, heute mal wieder schön hier durch den Schnee. Wunderbar. Wie es aktuell bei mir draußen ist. So, ja, das Video ist jetzt sofort produziert. Ist aufgenommen am 1.12. Und wenn alles nach Plan läuft, kommt es am 3.12. online, Freunde. Liegt daran, dass ich kurzfristig noch einen Anruf bekommen habe von Arbeit, ob ich arbeiten kann am Wochenende. Und ich zugestimmt habe. Wegen krankheitsbedingter Sache. Genau. So. Fahren wir langsam rein. Der 500 ist auch schon aktiv. So. Und hier können wir noch vorrollen. Auch schon 10 Minuten zu spät hier. Aber naja. Dann ist es so. Und dann ist es so. Das ist die Frage, kommt hier jetzt noch ein Gegenzug oder ist es einfach jetzt nur so rot? So, gut, wir gehen die Türen frei auf der rechten Seite. So, dann startet schon wieder um auf grün. Auch schön. So, und die lieben Leutchen, die steigen ein und aus. Ah, wunderschön die Lackierung, ne? Also, gefällt mir. Gefällt mir. So. Ja, komm, ein Bild muss ich noch machen, ne? So. Den muss ich noch machen. So, gut. Wir können dann die Türen auch schon wieder schließen. Türen verriegeln und die Bremse wieder lösen. Auf ganz entspannt. So, und dann würde ich sagen, können wir auch wieder loslegen. Und für dieses Video habe ich mir auch vorgenommen, mal, ja, so ein bisschen, ja, die Main-Teilbahn mal zusammenzufassen. Und ich muss echt sagen, also es ist wirklich, 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 wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Strecke. Ja, also das muss ich ja mal so sagen. Gefällt mir richtig gut, ne? So die Ausgestaltung der Strecke ist in Ordnung. Das habe ich ja schon gesagt in den letzten Videos, ist wirklich eine für mich eine solide 8 von 10. Ne? Geht natürlich noch ein bisschen besser, aber ich muss sagen, für eine nicht elektrifizierte Strecke ist das schon sehr, 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 sehr schön. Obwohl ich mal so ja, nicht elektrifizierte Strecken relativ langweilig finde, weil ja, so haben mir die Strommasten fehlen, ne? Und die Oberleitung, ne? So ein bisschen. Aber ich muss sagen, sieht schon echt, echt, echt ganz gut aus, ne? Vor allem so die Winterlandschaft, ne? Mäßig. Ist schon eine sehr feine Sache, ja. Richtig begeistert bin ich natürlich über die Baureihe 642, also über den Zero Classic, der ja neu mit dazugekommen ist hier im Spiel. Bin ich wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Freue mich richtig hinterher, ne, dass das Fahrzeug jetzt nun mit dabei ist.
und ja, fahre auch mega gerne offscreen. Ne? Wie gesagt, das ist wirklich, wirklich, wirklich ein richtig, richtig, richtig schönes Fahrzeug. Also das ist wirklich eine 10 von 10. Das Einzige, was ich mir noch so ein bisschen gewünscht hätte, aber ist jetzt für mich kein Grund, meine Meinung ändern zu lassen von der 10 von 10, ist noch so ein bisschen der Sound. Ne? Der ist noch nicht so hundertprozentig perfekt, aber so mit dem Bremssound her bin ich sehr zufrieden. Von der Steuerung, von den Funktionen her, ne? Von der Hin- und Ausgestaltung vom Fahrzeug. Ist wirklich, 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 wirklich richtig, richtig, richtig schön. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja. Ja, und da bin ich auch mal sehr gespannt, was dann so ja, die nächste deutsche Strecke sein wird. Auf der Roadmap steht ja schon die drinne, dass ja eine nächste deutsche Strecke in den kommenden 3 Monaten ja, geplant ist. Da bin ich mal sehr gespannt, wohin es geht. Würde mich sehr freuen, wenn es mal wieder in Richtung Norden geht, so irgendwo in Hamburg, zum Beispiel Hamburg-Bremen oder Hamburg, Hamburg-Rostock könnte ich mir auch gut vorstellen. Wäre eigentlich ganz, was ganz Feines. So, nächste Station, Laudenbach. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber demnächst wird ja dann auch noch die Berliner Bahnstrecke kommen. Das ist ja die nächste Schweizer Bahnstrecke. Auf die freue ich mich auch schon. Werde ich mir dann dieses Mal dann auch, wie gesagt, kaufen. Und die dann euch hier auch im Spiel oder ja, doch, ja, hier auch präsentieren. Wieder im Videos, so wie wir es da jetzt hier schon so gemacht haben. Mit der Main-Taiwan. So, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, dann setze ich die SIFA nochmal. So. Alles Klärchen. So, dann werden wir die Tür wieder freigeben. Ich finde ja auch die Sounds. Ja, von den Türen. Richtig geil, ne? Hat man richtig schön diesen Luftdruckausgleich. Sehr schön. Allgemein, die Baureihe 612 ist auch wirklich ein schönes Fahrzeug. Was ich mir noch so ein bisschen gewünscht hätte, ne, wäre wirklich noch so, dass wir ja, die Rollos zwar einstellen können, ne, vielleicht die Gardinen noch so vorziehen könnten. Ne? Das wäre eigentlich auch noch was ganz Cooles gewesen, aber so finde ich ja das Fahrzeug auch sehr schön. So, wir schließen die Türen wieder, verriegeln sie, lösen die Bremse. Und dann geht es dann auch schon wieder weiter. Im Gestrüpp hier. Ah, was ist denn schon wieder los hier? So. Oh, aber mit dem Fahrzeug schaffen wir es wenigstens auf 120 zu beschleunigen. Ja, auf kurzer Distanz, weil ich sage jetzt mal, was wir ja mit der Baureihe 642 ja, nicht schaffen. So. So, wir auch wieder so Step by Step hier so wieder hochbeschleunigen. Hallo, genau. Genau. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, ob in Realität eigentlich jetzt hier die Baureihe 612 hier unterwegs ist. Weiß ich nicht. Und wenn ja, in welcher Lackierung? Ich habe jetzt einfach die Beweglackierung mal ja, rausgepackt, ne? Auch von der DB. Ist eigentlich unterwegs in Baden-Württemberg, ne? Aber so von der Gestaltung her finde ich, die passt ja auch ganz gut dazu. Und die, ja, die Zero Classic Fahrzeuge werden ja auch von bewegt hier, ja, eingesetzt. Westfrankenbahn bewegt Lackierung. Genau. So. Das sieht schon sehr schön aus, die Landschaft hier, ne? Aber schön. Auch mal eine Fahrt am Vormittag machen. Muss auch mal sein. So, einen Schluck trinken. Ach, schön. Freue ich mich. Freue ich mich. So. So, versuchen wir die Geschwindigkeit so ein bisschen zu halten. So, immer schon gar nicht so einfach. Aber ich bin bewilligt und bemüht, das so gut wie es geht ja, zu machen. So, und dann haben wir hier Ankündigung für 60, die braucht bestätigen und dann werden wir auch runterbremsen. Und da schließlich im 1000 Hertz aufblinken 85 schon drinnen. Bedeutet, dass wir ja, relativ zügig unter 85 kommen müssen.
So. Genau. Nächste Station, Klingenberg. So. Achso, ihr habt einen Hauptsignal, sind ja schon 60. Stimmt ja. So. Bestätigen, haben wir halt erwarten. Wir Glückspilze. Aber wir haben ganz schön die Zeit wieder reingeholt hier, ne? Also, staune. Gut reingeholt die Zeit, auf alle Fälle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schön. Ach, das gefällt mir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, da kommt uns auch schon der erste Gegenzug. Oh, sieht noch ein bisschen zirkulärer aus. Sehr schön. Naja, dann. So, schon langsam anfangen zu bremsen. Wird wahrscheinlich genau jetzt auch der 500er angehen. So. Auch schön, wie die ganzen Fahrgäste hier mit den Regenschirmen stehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch neu dazugekommen hier in TSW 4. Sehr schön. Ein bisschen müssen wir noch mal vorne da. Ja, das lässt sich wieder ganz anders bremsen hier mit dem Fahrzeug. Ja, das ist. Ja. Kommt man manchmal durcheinander, wenn man hier mit zig Fahrzeugen die letzten Tage unterwegs war. Aber man gibt sich natürlich Mühe, ne? So, und dann gehen wir die Türen frei. So, da fährt auch da die Zero Classic ab, ja. Moin, Meister! Chain. Sehr komischer Sound jetzt gewesen von innen, ja. Okay, gut. So, Ausfahrt haben wir noch keine. Wird da wahrscheinlich gleich kommen, oder es kommt noch ein Zug. Kann auch sein. Hm. So, wir dürfen aber erstmal die Türen schließen und die Türen verriegeln. So. Abwarten. Hier ist erfüllt. Und fragen wir mal, dass wir vorbeifahren dürfen. Dürfen wir noch nicht. Sollen noch warten. So. Kommt ja noch was. Das war danach nicht so aus. Sieht danach erst einmal nicht danach aus. Okay. Ja, wir warten mal noch, ne, bis wir fahren dürfen. So. Ja, dann warten wir noch. Dann warten wir noch. So. Ja. Mit die Lackierung wirklich mega schön, ne? Ist gar nicht das Innendesign. Ich glaube, das ist aber so geblieben als in der DB-Lackierung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ist. Oder sind hier auch dann gelbe Sitze drin? Ich kann es nicht einschätzen. Naja, gut. So. So, Leutis und Heulis. Ich würde gerne abfahren wollen. Wir müssen schon eine halbe Minute eigentlich schon in Würde sein. Aber irgendwie dürfen wir noch nicht. Oder er lässt uns noch nicht abfahren hier. So, hinter uns ist nichts. Abgesehen, dass da der Zero Classic fährt. So, aber sonst kommt von hinten auch nichts. Und vor uns ist eigentlich auch alles frei. Eigentlich. Erstmal nicht entgegenkommen. Hm. Signalstörung. Ich traue mich jetzt auch so gesehen, so witzig rüberzufahren hier. Aber meistens bericht ja das Szenario dann. Ist stark in das. Vorsicht bei der Einfahrt. Auch schön hier mit der Uhr. So, kann man versuchen, müde nach vorne zu fahren. So. Immer noch nicht. Keine Bestätigung. Ich weiß nicht, ob wir mit B40 hier rüber hämmern dürfen.
Wenn ich ja, wie gesagt, die Fahrdienstleitung anrufe, ne, da kommt immer Ablehnung. Auf Signalwechsel warten. Nur die entscheidende Frage ist, wie lange denn? Wie lange soll ich denn warten? Wir sind ja jetzt schon die Minute verspätet, ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt noch irgendwas von hinten kommt. Ja, weil hier steht auch erstmal noch der Zero Classic. Ja, und mehr ist er nicht, was hier hinten ist, ne? Also von hinten kann eigentlich nichts kommen. Und von vorne erstmal ja auch nicht, ne? Wie gesagt, ich bin ja schon abgefahren, ja. Ja, das ist alles frei, du. Alles frei. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir jetzt nur eine Stunde warten müssen auf irgendeinen Zug. Komisch, komisch, komisch. So, wir werden es so machen, wir werden jetzt nochmal bis 37 warten, also sprich 2 Minuten. Und dann werden wir mal fragen, wenn wir immer noch nichts bekommen, werden wir einfach mal versuchen mit BF 40 rüber zu fahren. Schauen wir mal, ob das dann was bringt oder ob das nichts bringt. So, genau. So, ich finde es halt hier sehr, sehr schön, das Fahrzeug, ne? So. Das ist hier eigentlich so ein Mehrzweckabteil, wo man die Fahrräder hinstellen darf. Weiß ich gerade gar nicht. Aber es gibt auch eine Kinderecke hier. Die ist hier nämlich. Die ist auch sehr, sehr, sehr cool. Sehr schön. Ja, schon sehr cool, das Fahrzeug, ne? Schon sehr, 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 sehr cool. Wir hatten nochmal erste Klasse-Bereich mit anderen Sitzen noch. Ah, auch sehr schön. Mit viel Beinfreiheit. Ah, sehr schön. Fische sehen ja sehr interessant aus. Naja, Jutz. Naja, Jutz. Na schön. Gefällt mir. So. Ja, man hat ja auch noch einen Schaltschrank, ne, wo man ja auch noch so einige Einstellungen betätigen kann, wie Batterie und allem drum und dran. Ne. Genau. Den gibt es auch noch. So. Ist ja gut mit dem Mülleimer, ne? Fällt mir auch. Oh, gibt sogar einen Flaschenschrank, richtig. Interessant. Glasflaschen. Ja, die DB, die achtet da wirklich schon auf ihre Mülltrennung. So. Juti. So, warten wir noch schnell 10 Sekunden. Dann frage ich nochmal. Wenn nicht, dann versuchen wir einfach mal über 440 rüberzufahren. Dann sehen wir mal, ob das klappt. Ob es funktioniert oder nicht. So. Gut, so, fragen wir nochmal. Warten auf Ablehnung, warten auf Signalwechsel. Ja, ich warte aber jetzt hier keine Stunde noch. So, ich werde mal rüberfahren und dann versuchen mit BF40 hier einmal das Heilzeichen-Signal zu passieren. Möchte das Spiel natürlich nicht. Okay, gut. So, Freunde, damit würde ich auch sagen, war es das auch von diesem Video. Ja, ich weiß jetzt nicht, an was das gelegen hat, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir hier 5 Minuten warten müssen. Obwohl wir schon längst da sein hätten sollten am nächsten Bahnhof. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die kleine Fahrt hier mit der Baureihe 6, mit der Baureihe 612 in der Bewegt-Lackierung, die ich, wie gesagt, aus dem Creators Club heruntergeladen habe. Kriegt ihr auch, könnt ihr auch richtig eingeben, Baureihe 612 bewegt. Und dann kommt ihr eigentlich dann gleich auch zur Lackierung, ja. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung, wie gesagt, zur Strecke gerne nochmal in die Kommentare. Ne, wenn du es noch nicht getan hast, würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und ja, wünsche euch damit natürlich allzeit gute Fahrt hier im TSB und verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Schulz, wenn ihr den Kuss. Tschüss.